Liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ihrem BLK Regional TV und das Ganze am Dienstagabend. Ja, ich begrüße Sie heute aus der Franziskaner Klosterkirche in Zeitz. Das Ganze hat einen Grund, hier laufen die Vorbereitungen noch auf Hochtouren, denn ab 19 Uhr wird dann hinter mir am Pult am Tisch Marianne Segebrecht, die beliebte und bekannte Schauspielerin, Platz nehmen. Aber dazu kommen wir später. Wir kommen jetzt erst einmal zu unserem ersten Beitrag. Ja, 25 Jahre Tag der Deutschen Einheit. Das wurde in vielen Orten in unserem Burgenlandkreis gefeiert, so auch natürlich in Hohenmölzen. Das Ganze unter dem Titel ja, Stadt- und Vereinsfest und das Ganze am Tag der Deutschen Einheit. Mein Kollege Michael Turm, der war mit der Kamera mal vor Ort. Zwei Termine auf einmal, das hat in Hohenmölzen seit über zwei Jahrzehnten Tradition. Das 22. Kinderstadt- und Vereinsfest wurde am Tag der Deutschen Einheit veranstaltet. Am Platz des Bergmanns, in und um das Bürgerhaus. Dieses Kinderstadt- und Vereinsfest geht auf den Handels- und Gewerbeverein zurück. Es war mal eine Leistungsschau unserer Vereine bzw. unserer Gewerbetreibenden. Und wir haben das erweitert um all das, was das Hohenmölzenland ausmacht. Und in diesem Jahr ist es natürlich ein ganz besonderer Anlass. Wir erinnern an 25 Jahre Deutsche Einheit. Da gibt es ganz viel, über das wir berichten können, was in den letzten 25 Jahren in Hohenmölzen geschehen ist und auf das wir stolz sein können. In Hohenmölzen, einer Stadt mit rund 10.000 Einwohnern, gibt es über 70 Vereine mit weit über 3.000 Mitgliedern. Man schaut sich mal die Infrastruktur von Hohenmölzen an. Wir sind die Stadt der kurzen Wege, nahezu überall durchsaniert. Wir haben tolle Kindereinrichtungen, 7 Stück an der Zahl. Wir haben die Sekundarschule, die Förderschule, das Gymnasium, 2 Grundschulen. Das sind Sachen, die findet man so geballt kaum noch in einem anderen Ort hier im Burgenlandkreis. Daran soll festgehalten werden, auch für die kommenden 25 Jahre. War doch nicht alles so einfach. Naja, wir haben ja auch ein paar Verlusterfahrungen machen müssen. Die Bundeswehr gibt es nicht mehr, das Krankenhaus ist geschlossen und auch der Kreisstadtstatus ist nicht mehr da. Das heißt, wir müssen neue Wege finden, um uns auf die zukünftigen Entwicklungen vorzubereiten. Und die heißen vor allen Dingen Menschen hier halten. Das gelingt uns schon ganz gut. Wir haben mittlerweile mehr Zuzüge als Wegzüge, aber es werden halt eben immer weniger Menschen geboren und wir müssen unsere gesamte Infrastruktur auf eine immer geringere Bevölkerungszahl anpassen. Wenn immer weniger Menschen immer mehr Infrastruktur bezahlen müssen, dann müssen wir vor allen Dingen gucken, dass wir, wenn wir Stadtumbau betreiben, den so betreiben, dass er verträglich ist, aber dass er auch hilft, die Betriebskosten im Blick zu behalten. Das ist also eine wesentliche Maßnahme, dass das Leben, das gute Leben hier im Revier auch weiterhin bezahlbar bleibt. Das wird uns sehr stark beschäftigen. Und dann muss man ganz klar sagen, wir sind hier mitten in der Metropolregion Mitteldeutschland, 35 Autominuten nach Leipzig, 35 Autominuten nach Halle und nach Gera. Das ist, sind die Orte, wo die Menschen arbeiten. Und diese Verbindung, diese Wegeverbindungen aktiv und attraktiv zu halten, das wird eine ganz große Aufgabe sein, vor der wir jetzt stehen. Aktiv gehalten werden soll auch das Engagement der Hohenmölzener. Gewürdigt wurde dies am 3. Oktober mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Hohenmölzen ist, wie gesagt wurde, keine Insel. Die Verbindungsstraßen sind wichtig. Eine neue Verbindungsstraße Richtung Leipzig über Starsiedel ist schon länger im Gespräch. Wir sind im Baurecht ziemlich weit mittlerweile. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr noch die entscheidenden Entscheidungen bekommen, dass wir sozusagen das Baurecht verkünden können. Die Finanzierung muss noch sichergestellt werden. Und dann bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir spätestens Ende des nächsten Jahres mit den Bauarbeiten beginnen können. Wir bauen ja in mehreren Bauabschnitten. Das heißt, die Verbindung, die sozusagen die heutige Straße durch den künftigen Tagebau ersetzt, die müssen wir schon bis 2018 realisiert haben. Und spätestens im Jahre 2019, 20 wollen wir dann komplett die Straße in Richtung Starsiedel ausgebaut haben. Ein straffer Zeitplan. Am 3. Oktober im kommenden Jahr werden wir sicherlich sehen, wie weit dies gediehen ist.
Ja, es war so allerhand los am Tag der Deutschen Einheit hier bei uns im Burgenlandkreis. Aber auch am Sonntag konnte man die Zeit ganz gut verbringen. Hier sind unsere Kurzmeldungen. Kurz und kompakt. Bei strahlendem Sonnenschein zog es am vergangenen Wochenende wieder viele Besucher zum Domänenmarkt nach Freiburg. Genauer gesagt auf Schloss Neuenburg. Individuelle Angebote von Direktvermarktern aus der Region, traditionelle Handwerkskunst und mittelalterliche Musik, Schwertkämpfe und noch vieles mehr ließ keine Langeweile aufkommen. Die Burgwirtschaft sorgte mit erlesenen Speisen und Getränken, allen voran Weine aus der Saale-Unstrut-Region für das leibliche Wohl. Es war wieder ein stimmungsvolles Erlebnis in beschaulicher und familiärer Atmosphäre mit vielen Attraktionen für Groß und Klein. Zum dritten Mal wurde in Leipzig auf dem Augustusplatz der Pink Shoe Day von Hausleben e.V. durchgeführt. Rund 20.000 pinke Schuhe wurden auf dem Platz drapiert, um an die jährlich 75.000 an Brustkrebs erkrankten Frauen zu erinnern. Wie seid ihr mit der Resonanz bis jetzt zufrieden? Also wir sind sehr zufrieden. Punkt 1, es hat von der ganzen Ablauf, ganze Organisation hat super geklappt. Und dann ein Wahnsinnsglück mit dem Wetter. Und Installation, die Oper hat uns wieder stark geholfen mit der künstlerischen Gestaltung der Schuhe und erwecken damit natürlich Aufmerksamkeit und haben viel Publikum in der Innenstadt und wird super angenommen, haben wir den Eindruck. Moderiert wurde die Veranstaltung von der MDR-Moderatorin Katrin Huss. Also schon alleine, wo ich hierher gefahren bin heute früh und den ganzen Platz gesehen habe mit den 20.000 Schuhen, also da... Das lässt einen überhaupt nicht kalt. Ich finde, Brustkrebs ist ein wichtiges Thema, was man eigentlich immer so hinten anstellt, wenn man gesund ist und was einen aber das Leben völlig auf den Kopf stellen kann. Und deswegen bin ich hier, um viele Menschen möglichst zu informieren. Der Tag der Deutschen Einheit war für Robbie Clemens ein ganz besonderer, denn an diesem Samstagnachmittag wurde ihm eine große Ehre zuteil. Robbie wird zukünftig als Botschafter des Hauses Leben fungieren, unterwegs sein. Wir sind noch auf der Suche nach einem Sponsor, der ihm in Zukunft pinke Schuhe zur Verfügung stellt, um seine Läufe zu absolvieren. Arbeiten wir dran. Robby, freue mich ganz toll, dass du zukünftig für uns, mit uns arbeiten wirst. Im Namen des Vorstands, des Hauses Leben, begrüße ich dich in unserer Mitte und ernenne dich hiermit zum Botschafter des Hauses Leben. Der Pink Shoe Day ist aber noch viel mehr. Er unterstützt die Arbeit des Hauses Leben e.V. in seinen Standorten in Leipzig und Delitzsch, wo jährlich über 2000 Krebspatienten und ihre Familien in 12.000 Einzelkontakten betreut werden. Die Franziskaner-Klosterkirche in Zeitz wurde am 3. Oktober zum Lesesaal. Über 300 Elsterstädter fanden sich in dem ehemaligen Gotteshaus ein, um die Schauspielerin und Schriftstellerin Marianne Segebrecht zu erleben. Sie war mit ihrem neuen Buch in Zeitz zu Gast. Ob der Mensch den Menschen liebt, so lautete der Titel des Programms von der Ausnahmekünstlerin. Sie sprach aber nicht nur über ihr Buch, sondern auch über ihr Leben und ihre Erfahrungen, die sie machen durfte. In den Monaten Mai und Juni rüttelt und schüttelt Frau Holles Helfer die Bäume und ganze Kaskaden von grün-weißen Blüten segeln wie eine Metapher ihres schneeschwungenden Kopfkissens der empfangenden Erde zu. Hurtig wurden diese Schätze immer von meinem Großvater aufgesammelt, gepflückt und getrocknet. Besonders schön gewachsene Blütenstände landeten in Großmutters Küche und danach als ausgebackene Hollerküchlein auf unseren Teller. Die getrockneten Holunderblüten stehen in Frau Holles Augen für Leidenschaft und Sympathie. Mit der Ankündigung einer Literatur von Segebrecht unterhielt die Schauspielerin professionell, literarisch und tiefsinnig das aufmerksame Publikum. Unterstützt wurde sie dabei von Ralf Klenk an der Gitarre.
Wir haben vor der Veranstaltung mit der Schauspielerin gesprochen und werden in einer unserer nächsten Sendungen ausführlich darüber berichten. Die Sporthalle in Weißenfels-West hat einen neuen Namen. Seit dem 1. Oktober trägt sie nun den Beinamen Inge Schanding. Die Ausnahmesportlerin wechselte 1955 von Eisenberg nach Weißenfels und begann eine beispiellose Karriere als Handballerin. Wurde gleich in unsere Mannschaft integriert, weil sie ja ein Linkshänder war. Und das ist ja im Handball vorteilhaft. Und hat 14 DDR-Meistertitel errungen. Und ich bin der Einzige in der Mannschaft, die alle 15 errungen hat. Am 1. Oktober wäre Inge Schanding 80 Jahre alt geworden. Umso mehr freute es Gisela Peter, dass nun die Sporthalle West den Namen ihrer Mannschaftskameradin trägt. Denken Sie noch oft dran zurück an die... Natürlich, natürlich. Wir haben doch die Fotos alle. Reinhard Gisela und ich haben die Inge Schanding auf der Schulter nach einer Meisterschaft. Also das war ein wunderbares Verhältnis, die Kameradschaft. Gibt es heute nicht mehr. Und an Ihnen sieht man, Sport hält jung und fit. Auf jeden Fall. Ich gehe ja noch zum Yoga jede Woche und dann hält mich meine Gartenarbeit fit. Aber ansonsten, ich denke, das ist heute ein schöner Anlass mit der Inge. Dass natürlich aus unserer Mannschaft niemand da ist, das ist traurig. Aber es hat jeder so seinen Ablauf und so, da kann man es nicht ändern. Aber schön ist es trotzdem und ich freue mich, da sollte hier die Stadthalle nach Inge Schanding benannt werden. Das hat ja Herr Rauner nicht zugelassen. Nicht wahr? Und da bin ich froh, dass das nun eine hier ist. Ich freue mich. Ich freue mich für Inge. Und wir haben Fotoalben von den ganzen Jahren, denn wir waren ja im Ausland, selbst im kapitalistischen Ausland. Ja, und wir haben ja international gespielt. Also es war eine sehr schöne Zeit. Ich möchte sie nicht missen. Inge Schanding erfuhr aufgrund ihrer Leistung in ganz Europa große Anerkennung. In Handballerkreisen war sie eine geachtete Persönlichkeit und ein Vorbild. Neben der Gedenktafel trägt die Sporthalle West nun auch ihren Namen. Smart. Hände an Steuer, Augen auf die Straße. Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein. Es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. Rekomöbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Willkommen daheim. Unser Slogan ist unser Versprechen.
Wir sind ein Puzzlestein in Ihrem Leben und haben das facettenreichste Wohnungs- und Gewerberaumangebot in der Elsterstadt. WBG Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen. Ja, und auch das kommende Wochenende, das hält wieder so manches für Sie bereit. Wie zum Beispiel das Zuckerfest in Zeitz. Noch weitere Anregungen für Ihr Wochenende, das haben wir jetzt in unseren Veranstaltungstipps für Sie zusammengestellt. Unter dem Motto Zeitz ist süß steht vom Freitag bis zum Sonntag das 6. Zeitzer Zuckerfest. 5 Bühnen, 40 Schausteller, Künstler und Caterer sowie Aktionen in der gesamten Innenstadt sorgen für Unterhaltung pur. Was im Jahre 2010 mit einem kleinen sommerlichen Fest begann, hat sich inzwischen zur festen Marke etabliert und lockt im Herbst Besucher aus der ganzen Region und darüber hinaus nach Zeitz. Dabei zeichnet sich das süße Stadtfest vor allem durch seine Vielfalt aus, denn es werden nicht nur Musik und Essen geboten, sondern auch Kleinkunst. Beiträge lokaler Vereine, Schulen und Unternehmen runden das Programm stimmig ab. So gibt es auf dem Gelände der alten Melzerei auch in diesem Jahr wieder das Weindorf, auf dem sich hiesige Winzer mit ihren Rebsäften präsentieren. Unterhaltung gibt es an allen 3 Tagen mit Blues, Oldies oder Irish Folk. Auch das Zetti-Zelt auf dem Altmarkt wird wie im vergangenen Jahr ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt des Festes sein. So findet hier am Freitag um 18.30 Uhr die große Eröffnung mit einem Fassbieranstich statt. Bereits 19 Uhr geht es mit der AC/DC-Coverband The Jailbreakers aus Halle weiter. Samstag um 10 Uhr findet im Zetti-Zelt der Anschnitt des berühmten Zuckerkuchens statt, an dem sich auch an diesem Jahr wieder viele Bäcker beteiligen und der gegen eine Spende für einen wohltätigen Zweck abgegeben wird. Auch der Zeitzer Neumarkt wird zum Zuckerfest ordentlich in Beschlag genommen. So findet dort am Samstag der Elektromobilitätstag statt und am Sonntag folgt das nicht weniger mobile Human Table Soccer Turnier der Zeitzer Stadtwerke. Zuckerstraße, Schokoladenmarkt, Top Acts und noch vieles mehr erwartet Sie zum Zeitzer Zuckerfest. Mitglieder vom Nationaltheater Brünn und Tänzer vom Fernsehballett Prag präsentieren Ihnen am Samstag, den 10. Oktober, im Lichthof der Rotkäppchen-Sektkellerei in Freiburg eine festliche Operettengala mit bekannten Melodien wie dem Kaiserwalzer und dem Radetzky-Marsch. Beginn ist um 16 Uhr. Erleben Sie am Samstag, den 10. Oktober, im Weißenfelser Fürstenhaus mit Karneval der Tiere anno 1607 eine musikalische tierische Geschichte. Beginn ist um 16.30 Uhr. Am Samstag, den 10. Oktober, wird im Heinrich-Schütz-Haus in Weißenfels der DEFA-Dokumentarfilm zum Bach-Händel-Schütz-Gedenkjahr Ich bin eine rufende Stimme gezeigt. Beginn ist um 16 Uhr. Wir wünschen schon mal gute Unterhaltung. Günstige Mieten, moderne Wohnungen, eine große Auswahl und sicheres Wohnen. Diese 4 Eckpfeiler sind das Fundament, auf das die Wohnungsbaugenossenschaft in Weißenfels baut. Mit über 2300 Wohnungen an insgesamt 9 Standorten in der Saalestadt sollte für jeden Geldbeutel etwas dabei sein. Sei es nun zum Beispiel im Wohngebiet Weißenfels Süd in der Marienstraße oder altersgerechtes Wohnen am Kugelberg. Die WBG ist ein Garant für modernes und angenehmes Wohnen, ganz im Sinne ihres Mottos: Wohlfühlen und sicher wohnen. Interfunk Mende, Ihr Fachhändler für Kabel-TV, Multimedia und Veranstaltungstechnik in Ihrer Nähe. Wir stellen Ihnen TV- und Radiosender in bester Bild- und Tonqualität preisgünstig zur Verfügung. In unseren Geschäftsräumen führen wir erstklassige TV-Geräte der Marken Metz, Grundig und Panasonic.
Unsere qualifizierten Mitarbeiter stehen Ihnen gern zur Verfügung und beraten Sie umfassend und kompetent. Schauen Sie doch einfach vorbei in Bad Kösen, Borlachstraße 35. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Schön aufmachen. Irgendwas Neues. Es ist gefährlich. Was ist das? Ah. Okay, höchste Alarmbereitschaft. Gefährlicher Geruch, meine Freunde. Sekunde, was ist das? Das ist Ekel. Sie beschützt Riley hauptsächlich davor, vergiftet zu werden. Körperlich und gesellschaftlich. Das ist weder bunt noch in Dinosaurierform. Augenblick, Leute. Das ist Brokkoli. Tja, ich habe uns gerade das Leben gerettet. Ja, keine Ursache. Wenn du dein Abendessen nicht isst, dann gibt es keinen Nachtisch. Was? Hat er gerade gesagt, wir kriegen keinen Nachtisch? Das ist Wut. Ihm ist es sehr wichtig, dass es gerecht zugeht. Du kommst mir also auf die Tour, alter Mann. Kein Nachtisch? Ganz wie du willst. Wir schlucken unser Essen, aber erst schluckst du das hier. Aber, wer wird denn da gleich in die Luft gehen? Wut war als Kind nicht so. Ich habe natürlich im Kindergarten auch mal einem Kind ein Schäufelchen auf den Kopf gehauen, wenn er mir das Förmchen nicht gegeben hat oder mir das wegnehmen wollte. Also das war schon auch da. Der 15. Langfilm aus dem Hause Pixar ist endlich wieder ein echter Volltreffer. Pete Docter, der bereits bei Die Monster AG und Oben Regie führte, nimmt uns mit in die Gefühlswelt des Mädchens Riley, in der neben Wut auch Angst, Kummer, Ekel und Freude das Kommando haben. Der turbulente und fantasievolle Leinwandspaß für die ganze Familie bescherte Pixar in den USA den zweitbesten Start seiner Geschichte. Das ist doch ein echter Grund zur... Ich glaube, Freude ist bei mir das vorherrschende Gefühl. Bei mir ist es ein ewiger Kampf zwischen Freude und Angst. Die Angst, nicht gut genug zu sein, zu versagen, keinen Erfolg zu haben. Der Kampf geht immer hin und her, aber meistens überwiegt doch die Freude. It's always a struggle back and forth. Most of the time joy wins. Yeah. Okay. Unser Fazit, dieses überraschend tiefgründige Kopfkino ist jetzt schon ein Klassiker. Hey, holt sie zurück! Sie sind auf der Deponie und da wird nichts zurückgeholt. Ja, hören Sie, das ist unser Job, okay? Erinnerungen, um die sich Riley nicht kümmert, verblassen. Verblassen? Passiert den Allerbesten. Ja, aber diesem Ohrwurm nicht. Das Exemplar hier wird nie verblassen. Triple Income. Macht's selber. Das Lied aus der Kaugummi-Werbung? Manchmal schicken wir es einfach so in die Kommandozentrale ohne Und das spielt dann in Rileys Kopf immer und immer wieder. 1 Million Mal oder so. Komm, mach mal. Ja, liebe Zuschauer, und jetzt wird's sportlich. Meine beiden Kollegen Michael Turm und Steffen Barfuß, die waren in der Weißenfelser Stadthalle vor Ort, genauer gesagt beim UHC Sparkasse Weißenfels und ihrem Heimspiel. Wie es ausgegangen ist, das sehen Sie jetzt. Am Sonntag traf der UHC Sparkasse in der Weißenfelser Stadthalle auf den Neuling der Floorball-Bundesliga, den USV Halle. Sozusagen am grünen Tisch sind die Spieler aus der Saalestadt in die erste Liga gerutscht. Grund genug für uns, sie mal etwas näher anzusehen. Noch spielt der Neuling ganz ohne ausländische Spieler, muss Trainer Marco Gipser auf solche Kader verzichten. Wir trainieren dreimal die Woche, haben in der Saisonvorbereitung auch 3 bis 4 Mal die Woche hart gearbeitet, weil wir wussten, dass wir halt ohne diese Legionäre aus den anderen Ländern, die so ein bisschen Know-how mit reinbringen, also mit unseren Stärken glänzen müssen. Dass wir aber technisch halt noch nicht so drauf haben oder taktisch nicht so drauf haben, müssen wir durch Zweikampfverhalten, durch Laufbereitschaft wegmachen. Ja? Wir haben heute 14 Feldspieler da gehabt. Normalerweise haben wir mehr da, 4 mussten leider verletzungsbedingt heute aussetzen. Also dafür auch mit 3 Reihen eigentlich spielen, um wirklich Erfahrung zu sammeln, jedem Spieler auch die Möglichkeit zu geben, jetzt in den ersten Saisonspielen, gerade gegen Weißenfels, gegen Berlin, also die Top-Mannschaften gerade in der Liga, wo es nicht darum geht, auf Sieg zu spielen und uns was vorzumachen, sondern das heißt erstmal in der Liga ankommen, da die Erfahrungen zu sammeln und wir wissen, gegen welche Mannschaften wir spielen und gewinnen müssen, um in der Liga zu bleiben und da werden wir angreifen. Wo liegen denn deiner Meinung nach eure Stärken? Unsere Stärken liegen definitiv im Zusammenhalt. Ja. Die spielen jetzt seit 4, 5 Jahren zusammen. Wir haben wenig Abgänge zu beklagen über die Jahre gehabt. Die Mannschaft blieb immer stark zusammen. Der Zusammenhalt ist recht gut und natürlich auch
Wir haben viele junge Spieler dabei, die technisch jetzt auf dem Höhepunkt schon sind. Noch viel rauszuholen ist, ja, die viel lernen, die auch schnell lernen. Wir haben etablierte Spieler dabei, die seit Jahren schon dabei sind, die seit Jahren Floorball spielen und ihr Know-how damit reinbekommen und das Miteinander, das ist unsere Stärke. Für Torhüter Roland Moll war das Aufeinandertreffen mit dem UHC nichts Neues. Der gebürtige Hohenmölzner hat selbst einmal beim UHC Floorball gespielt. Das Spiel selbst ließ ziemlich schnell erkennen, dass zwischen beiden Mannschaften ein erheblicher Unterschied besteht. Von Anfang an waren die Gäste in der Defensive. So erstaunt es auch nicht, dass es zur ersten Drittelpause bereits 6:1 für die Gastgeber stand. Die Saalebieber versuchten immer wieder, Lücken im Weißenfelser Spiel zu finden, konnten aber meist ihre Angriffe nicht abschließen. Der Meister jedoch fand reichlich Lücken vor dem gegnerischen Tor und trieb den Punktestand auf der Anzeigetafel immer weiter nach oben. Als es bei einem 13:3 in die zweite Pause ging, war eigentlich schon alles eindeutig geklärt. Das letzte Drittel ließen die Weißenfelser etwas ruhiger angehen. Mehrfach scheiterten sie am eingewechselten Torwart Gunnar Sauer, der einige gute Paraden zeigte. Das alles nützte jedoch nichts. Nach 60 Spielminuten standen für die Weißenfelser 17 und die Hallenser 4 Tore an der Tafel. Doch trotz diesem eindeutigen Ergebnis war die Stimmung am Ende auch bei den Gästen gut. Die Mannschaft kommt damit eigentlich recht gut klar. Wir wussten, was uns erwartet. Weißenfels ist ja jetzt keine Mannschaft, die einmal in der Saison ja mit zweistellig gewinnt. Auch etablierte Mannschaften, wie zum Beispiel vor 2 Wochen Chemnitz, die dann hier 21:1 untergehen, das ist bekannt in der Liga. Ja. Es gibt immer mal wieder Mannschaften, die sich hinten reinstellen, die mauern und dann das Ergebnis klein halten. Das war aber nicht unser Ziel heute. Ja. Wir hatten schon das Ziel unter 20, definitiv. Wir hatten vor 2 Jahren das Pokalspiel gegen Weißenfels. Das ging ähnlich mit 18:2 aus. Also wir wussten, worauf wir uns einlassen. Die Mannschaft wusste, dass wir hier nicht auf mit dem Wunder rechnen müssen. Ja, Wunder sind immer möglich. Wir sind auch angereist, um hier was Bestmögliche rauszuholen. Und wir sind mit dem Ergebnis eigentlich recht zufrieden. Ja, wir kennen, wie gesagt, Mannschaften, die höher verlieren. Und wichtig für uns war zu erkennen, wo müssen wir arbeiten in den nächsten Wochen. Ja, wo sind noch Lücken in der Defensive? Wie fallen die Tore? Wann fallen die Tore? In welchen Phasen? Das war heute sehr gut zu erkennen, dass es immer zur selben Phase war, wo dann Weißenfels 3-4 Dinger macht und dann wieder das Tempo rausgenommen wurde. Davon lernen wir, davon profitieren wir letztendlich und das werden wir dann schnellstmöglich umsetzen und in den nächsten Spielen verbessern. Letzte Frage, euer Ziel für diese Saison? Klassenerhalt definitiv, ja. Möglichst nicht in der Relegation, also möglichst in den Playdowns und dann früh in die Saisonpause gehen. Ja. Jetzt sind wir im Oktober angelangt und ob der golden wird, so sprichwörtlich gesagt, ja, das kann ich Ihnen natürlich jetzt noch nicht verraten. Aber wie es ja in dieser Woche weitergeht mit dem Wetter, das sehen Sie jetzt in unserer Wettervorschau. Am Mittwoch ist es überwiegend stark bewölkt und es muss wiederholt mit Schauern gerechnet werden. Teils kann es auch für längere Zeit regnen. Bei schwachem östlichen Wind werden Höchstwerte zwischen 15 und 17 Grad erreicht. In der Nacht zum Donnerstag bleibt die Wolkendecke meist geschlossen und es kommt zu weiteren schauerartigen Niederschlägen. Die Temperatur geht auf 10 bis 7 Grad zurück und der Ostwind weht dabei schwach. Am Donnerstag gibt es noch zeitweise Regen. Die Temperatur steigt auf 12 Grad. Der Wind weht meist nur schwach und kommt aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag kühlt sich die Luft auf 10 bis 7 Grad ab. Es wird überwiegend bewölkt sein und es ist nur vereinzelt mit Niederschlag zu rechnen. Am Freitag wird es unterschiedlich bewölkt sein. Am Vormittag kann es auch noch zu leichten Regen kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 12 Grad. Es weht ein überwiegend östlicher bis südöstlicher Wind.
So, liebe Zuschauer, wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, es war was Interessantes auch für Sie wieder mit dabei. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal eine schöne Woche. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, am kommenden Freitag zur nächsten aktuellen Sendung von Ihrem BLK Regional TV. Bis dahin, machen Sie es gut, haben Sie eine schöne Woche und tschüss. We'll be right back.